Nicht lange das Knacken der Kiste. Nein, nein. Das ist auch überhaupt nicht langweilig. Und im zweiten Teil werden diese Fälle besser. Da könnte man die teuer verkaufen. Aber auch nur ungepatcht. Ungepatcht konnte man diesen Bug ausnutzen, dass man das Schattenläuferfeld für 250 Gold kaufen und für 500 Gold zurückgeben konnte. Das war toll. So, noch mehr Ringe und Drogen. Gut, dass das mal jemand beiseite bringt, diese ganzen Drogen. Die Sucht wird das Lager sonst noch zugrunde richten. Ach komm schon. Ich müsste mal eine Kiste voller Dietriche finden. Wir gehen die bestimmt bald aus. Ich habe noch ein paar, noch 100 Stück oder so. Und weiter nach oben. Da gibt es bestimmt noch mehr Zeug. Das mal durchgezählt werden muss. Ich mache das ja am liebsten zu Hause. Also ich will hier niemanden stören. Deswegen nehme ich mir die Arbeit, also das Durchzählen in dem Fall mit nach Hause. Hier ist... Natürlich ist hier auch was. Lalalalalalala. Das müssen ja auch so lang dauern. Ja, da war das mit 8000 Münzen. So, und die Framerate-Eier drum. Ich weiß nicht warum. Möglicherweise ist gleich... Festplatte voll. So, zoomen wir mal so. Nein, das war es schon mal nicht. Aber verdammt nah dran. Gut, das leihe ich mir auch noch aus für immer. Ich bringe es auch nie wieder zurück, ich verspreche es. Ich könnte jetzt natürlich eine fettere Schattenrüstung kaufen, aber das kostet Geld und da ich Diego nicht zusammenschlagen kann, hallo. Bringt mir das nichts. Kriege ich das Geld auch nie wieder. Diego muss ja cheaten und unverwundbar sein. Naja, elendiger Cheater. So, geht's nicht noch weiter runter? Da ging's runter. Beziehungsweise hoch, also. Und jetzt lege ich die Sachen alle wieder in die Kisten und verschließe sie wieder. Nee, ich glaube nicht. Schau dir das Video einfach rückwärts an. Das geht schneller, als wenn ich das jetzt alles in die Kisten lege. Lalalalalalalalala. Upsala. Hab ich noch irgendwas Gutes gefunden? Ne, Geschicklichkeit, Schutz vor Feuer, Schutz vor Pfeilen. Tränkemäßig irgendwas am Start. Geschwindigkeitstrank. Bonus für maximale Lebensenergie. Na, da rein damit. Das nehmen wir doch gerne mit. Hat sich schon voll gelohnt. Aber ich glaube, wir finden noch mehr, wenn wir ein bisschen suchen. Ich kann hier drin nicht springen. Warum kann ich hier drin nicht springen? Ach, weiß der Geier warum. Euch interessiert das auch nicht so sehr. Ich mache hier nichts Verdächtiges. Nein, nein. Das ist ganz normal. Okay, ich kann diese Kisten nicht öffnen. Sehr gut. Nein, hier nicht. Okay. Oh. Sie badet manchmal, dann sieht man sie nackt. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Aber das zeige ich lieber nicht, sonst habe ich am Ende noch Probleme mit YouTube. Im Sinne von, dieses Video ist jetzt irgendwie gesperrt und dein Kanal wird zugemacht. So. Gummis Bude ist voll langweilig. Ich hoffe, dass mir nicht irgendwann die 200.000 Dietriche ausgehen. Sonst habe ich nicht gesehen, was das war. Wahrscheinlich eh wieder Schrott. So, Kerzenständer, Kerzenständer. Ich habe auch manchmal einen Ständer. So, das magische Erz. Das magische Erz. Kriegen wir zwei Lernpunkte. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Korinnes.
ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Ist von unvergleichbarer Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe geschmiedet aus jedem Stahl, der unter unsagbar hohen Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge und sei sie aus dem noch so besten Stahl gefertigt zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Kurinestahl und die ganz Myrtana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielen. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt, um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand betrieben werden, alle Rechtschreibung, denn es ist so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoß der Erde entfliehen. Dummes Gelaber hier. So. Die hacken einfach nicht hart genug. Pfeifen. So. Ah, jetzt kann ich nochmal mit den Leuten hier reden, glaube ich. Also wenn jetzt noch jemand da wäre, könnte ich nochmal mit denen reden. Für Gomez. Gut. Hätten wir diese Diskussion auch mal geführt. War unglaublich spannend jetzt. Hallo. Für Gott. Verkaufst du? Um die Waffen kümmert sich Skip. Was für... Nur Rüstungen für... Okay, die Diskussion hatten wir irgendwie schon mal. Kommt mir bekannt vor, ja? Für Gomez. Ja. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar... Könntest du mir das auch einfach alles so geben? Was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon? Aber wenn ich dich jetzt zusammenprügle, dann habe ich wahrscheinlich gleich eine Diskussion am Laufen mit ganz vielen anderen. Die kann ich auch nicht aufschließen. Warte mal, wenn ich jetzt einfach mal so... Du brauchst wohl dringend was hinter dir. Hallo, schlag halt zu. Oh. Stone konnte man, glaube ich, nicht besiegen. Niemand vergreift sich an meinen Jungs. Dein Jungs, das war ein Typ, der irgendwie so dumm dasteht. Ich muss vielleicht noch ein Stück weiter weggehen. Das ist zu weit weg. Nein, das funktioniert so nicht. Verdammt. Ich will doch nur alles, was er besitzt haben. Mehr doch will ich doch gar nicht. Was war denn da noch? Ein Gang. Leckt mich am Arsch, ein ganzer Gang. So, ich glaube, hier war noch jemand, den wir gerne wiedersehen möchten. Ja, da war er noch. Für Gomez, wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Warum wächst du? Schlag halt zu. Na also. So. War ein bisschen knapp, aber nein, ich will mich nicht auf den Stuhl setzen. Ich möchte gerne... Danke. Was mich jetzt der nächste Frage kommt, nein, ich habe immer noch keine bessere Waffe. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Ja, muss nicht gleich jeder wissen. Wuffen. So, habe ich da noch irgendwas Neues? Nein. Hopp, steh mal auf. Das wird dir noch leid tun. Du mich auch, rede mit mir. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Hallo? Hallo? Weißt du, das ist jetzt gerade so ein bisschen ungünstig. Ah, danke. Irgendwie. Was zur Hölle? Ich komme dich auch nicht mehr ins Menü rein, sehe ich gerade. Hallo? Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Na warte! Jetzt gibt's was aufs Maul! Das Spiel ist kaputt. Quatsch wird viel. Ich hab's kaputt gemacht. Sehr gut. Einen Moment. Lass mich mal vorbei. So.
Für Gomez. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Lass für Gomez. Kann den nicht? Nein. Lass mich mal vorbei. Na dann. Der kam natürlich genau zum völlig falschen Zeitpunkt. Lass mich mal vorbei. Na, die Schnauze so. Diskussion beendet. Endgültig. Das ist meine Art, Diskussionen zu führen. Eine sehr endgültige Art und Weise. So. Hey, ich kann doch drin springen. Hey, da ist eine Kiste. Was wird passieren, wenn ich die öffne? Was glaubst du denn? Nichts. Es kommt keiner angelaufen und interessiert sich irgendwie für den Typen, der in den Kisten rumspielt. Okay. Warum nicht? Selbstbedienung. Man hätte die Kisten einfach machen können. Die halten mich eh nicht auf. Jetzt weiß ich ja so, warum hier Selbstbedienung ist. Es ist ja nichts drin, was sich lohnt mitzunehmen. So, wo sind überhaupt andere Tipps, Scorpio? Für Gomez. Kannst du mir... Ich unterrichte nur... Okay, ich hab's kapiert. Ich muss mich verpissen und so. Aber behalt's für... Ja. Solange ich damit nicht... Ich behalt's für mich, was auch immer. Das, wenn du meinst. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Hallo, Torus. Für Gomez. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Zu Gomez oder Raven solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben wenig Ärger mit den Typen aus dem neuen Lager. Mir machen eher die Sektenspinner Sorgen. Das war informativ. Fast schon ein bisschen. Für Gomez. Muss ich Geld bezahlen? Nee. Mach's gut. Spinnst wohl. So, die lose Sache der Bruderschaft. Gab's nicht irgendwo noch einen Nebenquest? Oder? Ja, nicht so. Ja, nicht so. Okay. Gut. Hab ich hier... Nee, hier hatte ich ja alles durchgeguckt. Ne? Ja, Lebensenergie. Scheiß ich drauf. Moment, was ist das? Warum habe ich das noch nicht getrunken? Rein da, Mann. Rein da. Jetzt müssten auch die Händler normal neue Waren haben. Ne? Was für Werte habe ich jetzt inzwischen? Joa, sieht schon anders aus, ne? Schön, dass wir diese Diskussion mal geführt haben. Das war eine sehr gewinnbringende Diskussion. Und ich glaube, ich habe es mit Grabo verschätzt und hier sitzen immer noch Butler rum. Ich muss ja noch mal ein gründlicher aufräumen, habe ich das Gefühl. Ich muss gleich erstmal bis nachts schlafen. Für Gomez. Voll der Glatzkopf. Nazi! So. Hallo, Fisk. Hallo, Fisk. Für Gomez. Hast du ein... Nun, ich bin... Nein, kannst du nicht. Zeig mir... Haben die jetzt keine Waren oder kommt das erst nach dem dritten Kapitel? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, dann... Haben die jetzt noch keine neuen Waren, sehr gut. Absolut. So, und jetzt muss ich Insektenlager... Mir ist so, als hätte ich noch irgendwas vergessen. Nö, scheinbar nicht. Gut. Mir fällt zumindest nichts ein, gerade im aktuellen Moment, was ich noch machen könnte. Dem mir auch den Händler nicht davon überzeugen kann, mir all seine Waren zu geben. Weil der Stone dann gleich angelaufen kommt und mich totschlagen will. Obwohl ich überhaupt nicht verstehe, warum. Weiß der Geier warum.
deprimierend. Deprimierend. Ich hasse es, Händler mit Waren zurückzulassen. Ich habe immer Angst, dass sie dann irgendein Verrückter kommt, sie zusammenschlägt und all ihre Waren wegnimmt. Das ist echt schon hart. Das ist wirklich hart. Habe ich Baloro den Typen überhaupt abgestochen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Habe ich vergessen. Ey. Müsste ich nicht. Oder komme ich ins zweite Kapitel? Ah, ich bin ja noch gar nicht im zweiten Kapitel, ich schlauer Hund. Deswegen hat er auch keine neuen Waren, natürlich. Bin ich dämlich. Also ich wusste es natürlich, ich wollte nur mal gucken, ob meine Abonnenten das auch wissen. Ja, die wussten es natürlich wieder nicht. Kann ich doch jetzt, ich sehe jetzt schon die Kommentare. Dämlich wie immer. Nochmal einen ordentlichen Weidensprung. Einen ordentlichen Frame-Einbruch, jawohl. Ja, ein bisschen geht noch. Eine Minute geht noch. Eine geht noch rein. Was? So, speichern. Und hallo. Ach, jetzt werde ich, glaube ich, von Lester angeschmart. Sag ich doch. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Der Schläfer möge dich behüten. Das war einfach nur voller Drogen. So, Kapitel 2, das Nest der Minecrawler. Was das nur, worauf das nur hindeuten könnte. Bestimmt nichts Wichtiges. So. Ich müsste mal wieder schlafen. Was ich jetzt vielleicht auch gleich mal noch tun werde. Mir geht's gerade nicht so gut. Hey, du! Hä? Wer, ich? Nee, ich kann nicht gemeint sein. Oh, nur 11 Tage bin ich zum Schatten geworden. Und wenn du bedenkst, dass es da Butler gibt, die jahrelang hier sind. Was machen die ganze Zeit, diese unfähigen Pfosten? Hier schon gesäubert? Ja, ja, ja. Was ist denn da drin noch? Warum weckst du mich? Ich hab dich nicht geweckt, du... Was? Weg mit der Waffe, weg damit! Dein Glück. Aber ich... Was? Danke für den Stufenaufstieg und tschüss. Wann ich dich gekannt zu haben, du bist allerdings nicht mehr gebraucht. Wenn wir nun das ausdiskutiert hätten, kann es weitergehen. Diesmal scheint sogar niemand sich dafür zu interessieren, dass ich. Vielleicht sind sie alle beim Schläfertempel und schlafen eine Runde. Okay, die sind definitiv nicht beim Schläfertempel und schlafen definitiv nicht. Die da auch nicht. Was ist denn da hinten noch so los? Sollte nicht auf den ersten speichern. Hey, du! So. Irgendwann muss man diesen Mörder stoppen, der in der Kolonie rumläuft. Sonst wird irgendwann keiner mehr in der Kolonie leben. Sehr schlimm. Ich vermute, dass es jemand aus dem neuen Lager oder der wurde vom König geschickt. Du hast da ein hübscheres Schwert als ich. Kann das sein? Moment, bevor ich dich jetzt... Muss ich mal kurz was nachprüfen. Die Waffe weg! Oder hast du das gleiche Schwert? Kann ich mal da hoch? Danke. Die Waffe weg! Das gibt Prügel. Ich drück doch! Warum schlägst du nicht... Warum schlägst du diesem Mann nicht den Kopf ab?
Die Waffe weg! Dein Glück. Das gibt Prügel. Ach, die können so schnell schlagen, das ist unfair. Warum dürfen die das? Das kann doch so nicht erlaubt sein. Die Waffe weg. Ich bin mir nicht sicher, ob er das gleiche Schwert oder eine bessere Variante davon hat. Das gibt Prügel. Das muss doch gehen! Nein. Die Waffe weg. Noch ein bisschen Zeit verschwenden. Dein Glück. Das gibt Prügel. Nein! Ach, zu früh. Vielleicht soll ich doch mal... Nein, soll ich nicht. Die Waffe weg! Ich glaube, der hat eine bessere Version. Das gibt Prügel. Verteidigen bringt's auch nicht. Komm schon. Die Waffe weg! Ja, ja, entspann dich. Niemand hat die Absicht. Das gibt Prügel. Irgendjemanden zu schlagen. Hüterkl... So. Es tut mir jetzt echt leid, aber du bist irgendwie nutzlos. So, Hüterklinge, was kann die denn? Ein Schadenspunkt mehr. Ja, wow. Wow, ich überschlag mich gleich an Vorfreude, weil ich jetzt eine Waffe habe, die einen Schadenspunkt mehr macht. Halt. Was machst du? Ich passe auf, wenn ich jetzt... Die Waffe weg! Dein. Das Gebäude! Brauche ich den nochmal? Ich überlege gerade. Ich kann ihn töten, also wahrscheinlich nein. Hallo? Die Waffe weg!